Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video Übung 8 anschauen und dazu gucken wir erstmal auf die Angabe, was wir denn hier machen sollten. Hier ging es darum, dass wir in Aufgabe 1 Speicherabbilder von Source Code, den ich auf die GRIPS-Plattform hochgeladen habe, zu erstellen. Und dazu sollen wir an jeweils den gekennzeichneten Stellen im Code ein Abbild von Stack und Heap erstellen, mit eben diesen Darstellungen, die ich auch in der Solution hier in dieser Datei mit abgeliefert habe. Dieses Template for Memory Maps, und das ist einfach eine Visio-Datei, die Sie eben hier jetzt geöffnet sehen. Und hier sind dann eben mehrere Projekte drin, eben Exercise 8 Memory Example 1 ist mehr oder weniger eigentlich prozeduraler Code, der hier eben schrittweise durchlaufen wird. Der ist nicht objektorientiert im Vergleich zu Memory Example 2, wo wir hier dann eben sehen, dass es beispielsweise auch einen Composition Root gibt, in dem mehrere Objekte erstellt werden, und dann wird letztendlich dieses Objekt Application Logic, die Run-Methode auf diesem aufgerufen. Und hier wird die eigentliche Logik des Programms ausgeführt. Aber wir schauen erstmal zurück zu Memory Example 1. Das erste, was ich hier jetzt machen werde, ist natürlich erstmal, dass ich den Code kompiliere. Und dann werde ich durchdebuggen, damit ich eben zu den entsprechenden Stellen komme. Und das mache ich einfach mit F10. Damit starte ich jetzt den Prozess hier im Einzelschrittmodus. Und wir sehen hier, als erstes wird eben Console-WriteLine ausgegeben mit eben dieser Überschrift. Dann lassen wir eine Zeile frei. Dann geht es in die Methode DetermineDevisors rein, in die werden wir auch einmal reingehen. Und wir sehen, hier kommt nochmal eine Konsolenausgabe. Und hier gehen wir dann in eine Endlosschleife rein. Und hier sind wir dann in ReadInTeagerNumber, das ist eine weitere Funktion. Auch hier gehen wir in eine Endlosschleife rein. Hier wird etwas Text auf die Konsole ausgegeben und hier passiert ein Console-Readline. Und hier könnte ich ja jetzt mal beispielsweise 5 eingeben. Also es geht hier darum, das kleinste gemeinsame Vielfache zu berechnen. Und hier sieht man jetzt einen Kommentar, dass wir genau hier jetzt an dieser Stelle eben die erste Memory Map erstellen sollen. Und dazu werde ich mir jetzt hier einfach diese Template-Sachen einmal kopieren mit Steuerung C und hier eine neue Page eröffnen, die ich eben Memory Map 1 nenne. Und dann kopiere ich mir diese Sachen hier rein und schiebe die noch so hin, dass wir nur eine Seite oder zwei Seiten brauchen. Okay. Gut, dann schiebe ich Visio mal hier auf die linke Seite, mache es etwas kleiner. Also wir sehen hier, standardmäßig ist auf den Stack die Methodeninfo für Main, also die Rücksprungadresse, wo müssen wir hin, wenn Main endet, der Rückgabetyp, der Rückgabewert und so weiter. Das wird alles in diesen Methodeninfos hier zusammengefasst. Und gleichzeitig schauen wir einfach mal, wie es denn jetzt überhaupt in Stack und Heap ausschaut, wenn wir jetzt eben genau an dieser Stelle sind. Wir müssen natürlich hier bei der Main-Funktion anfangen, dass wir die komplett auf den Stack pushen. Wir sehen ja hier, dass wir hier letztendlich bis an diese Stelle gekommen sind in der Main-Funktion. Und deshalb muss ich mir jetzt erstmal anschauen, welche Parameter gibt es denn bei dieser Funktion. Hier keine. Und das Zweite, was ich auf den Stack pushen muss, sind natürlich Variablen. Ich sehe hier, ich habe hier die Variable Divisors. Aber die ist noch null, aber dennoch muss ich eben erstmal diese auf den Stack pushen. Also der Name ist Divisors, das ist vom Typ iListOfInt, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Entschuldigung, das darf ich natürlich nicht machen. iListOfInt. Und der Wert dieser Variable ist noch null, wie man vielleicht auch gerade in IntelliSense gesehen hat.
Ja, dann schauen wir mal weiter. Wir haben hier natürlich das Smallest Integral Multiple. Das heißt, auch das ist eine Variable. Und wir müssen diese natürlich hier auf den Stack pushen. Das heißt, wir haben den Variablennamen Smallest Integral Multiple. Das ist vom Typ Long, wenn ich mich richtig entsinne. Genau. Und hat aktuell natürlich den Wert 0, weil wir, also den Standardwert für Long, weil wir hier natürlich bei dieser Funktion noch gar nicht angekommen sind. Wir sind ja erst noch bei Determine Devices. Ja, und die letzte Variable, die hier noch existiert, ist natürlich diese Arithmetic Exception X. Auch das ist eine Variable, die sieht man vielleicht nicht sofort hier innerhalb der Funktion. Aber letztendlich wird über diese Variable eben eine mögliche Exception, die auftreten kann, festgehalten. Und deswegen muss diese natürlich auch mit auf den Stack. So. Also wir haben hier die Arith, oder nee, bloß X heißt die Variable. Das ist vom Typ Arithmetic Exception. Hat aber natürlich den Wert Null. Exceptions sind immer Klassen und deswegen haben sie oder sind sie Referenztypen. Genau. Okay, damit haben wir mehr oder weniger die Main-Methode abgehandelt. Hier gibt es sonst keine weiteren Parameter und Variablen. Deswegen kann ich jetzt weitergehen zur Determine-Devices-Funktion und mir diese mal anschauen. Diese Determine-Devices-Funktion, also da pushe ich natürlich erstmal die Methodeninfo dazu mit auf den Stack. Das heißt, wir haben hier jetzt eben Determine Divisors. Und hier gibt es dann eben diese beiden Variablen hier, First Number und Second Number. Ansonsten wird hier keine erstellt. First Number ist vom Typ Int. Nehme ich mal schwer an. Ja. Hoppala, das sollte ich nicht machen. Hier versuchen zu schreiben. Hat natürlich aktuell noch den Wert 0. Und das gleiche mit Second Number. Auch das ist eben ein Int, hat aber aktuell noch keinen Wert, weil die Read-Integer Number Funktion noch nicht zurückgekehrt ist. Okay, damit haben wir auch das und wir können in die ReadIntegerNumber-Funktion reingehen, das heißt auch die muss ich auf den Stack pushen. So. Und hier haben wir eben jetzt mal einen Parameter vom Typ Text. Entschuldigung, vom Typ String mit dem Namen Text. Und dieser Parameter, der zeigt tatsächlich eben auf Elemente, also oder auf einen String, wenn wir uns das anschauen. Das ist eben der String, der hier mit übergeben wurde, your lowest divisor. Das heißt, wir müssen hier eine Referenz eintragen. Das heißt, in dieser Variable steht letztendlich nichts anderes als eine Adresse. Und wir müssen uns jetzt eben hier dieses Objekt mal rüber kopieren. Und das ist natürlich ein String. Und für Strings können wir eben die Kurzschreibweise verwenden. Das heißt, hier würde drin stehen your lowest divisor. Doppelpunkt, Leerzeichen. Und damit wir das noch ein bisschen schöner machen, können wir das hier rüberschieben und den String etwas kleiner machen. Und dieser String, also Entschuldigung, diese Variable hier drüben, die zeigt natürlich mit der Adresse, die in ihr steht, auf genau dieses Objekt. Wenn ich das noch etwas hübscher mache, kann ich hier das so machen, damit man das etwas besser erkennen kann. Ja, damit sind wir mehr oder weniger mit dem
Deck fast fertig. Wir haben hier noch eine Variable Input. Die müssen wir natürlich noch mit draufnehmen. Die heißt Input, ist ebenfalls ein String. Und die hat natürlich auch einen String referenziert. Und zwar genau den, den ich gerade eingegeben habe. Das war eben die 5. Also ich habe jetzt leider hier vorhin den Source Code geändert, weswegen wir hier keine Locals mehr angezeigt bekommen. Aber ich werde einfach nochmal kurz bis zu dieser Stelle hier eben direkt laufen. Ich gebe die 5 ein. Das heißt, in Input ist tatsächlich jetzt der String 5 referenziert. Ich kann hier also nochmal diesen String kopieren, mehr oder weniger, und hier hochsetzen. Und ich sage eben, dass hier die 5 drin steht. Und er referenziert natürlich diesen String hier. Deutlicher zeigen kann. Also das würde meines Erachtens schon reichen. Natürlich kann man hier auch noch die anderen Strings, die hier aufgeführt wurden. Also wir haben ja hier Console WriteLines gemacht und diesen String hier angegeben. Also dieser existiert auf jeden Fall im Speicher. Genauso wie eben Please enter the highest and the lowest number for all devices. Das kann man eben auch noch, eigentlich müsste man das noch hinzunehmen. Das heißt, ich habe hier noch einen String, der eben welcome enthält. This program determines, oder ich werde das eben abkürzen hier einfach mit Punkt, Punkt, Punkt. Und wir haben noch einen String, der im Heap existiert, der da eben enthält. Please enter the highest. Jetzt ändere ich den Source Code schon wieder hier. Also, please enter the highest and lowest number und so weiter. Also dieser String hier oben würde ebenfalls mit auf dem Heap existieren. Wenn Sie den nicht mit eingezeichnet haben, ist es aber nicht schlimm. Wir haben ein paar Mal Console WriteLine aufgerufen. Wir kennen aber eigentlich die Implementierung zu Console WriteLine gar nicht. Genauso wenig zu Console ReadLine und zu Console Write. Und vielleicht wird in diesen Methoden auch etwas allokiert auf dem Heap, von dem wir gar nicht wissen. Das sind jetzt hier eben die offensichtlichen Teile, die auf dem Heap existieren müssen. Es wäre jetzt aber nicht schlimm, wenn Sie diese beiden hier vergessen haben. Wichtig ist einfach bloß, dass Sie den Stack richtig aufgebaut haben und dann eben die entsprechenden Strings, die vom Stack aus referenziert werden, auf jeden Fall auch mit in den Heap mit übernommen hätten. Genau, aber das wäre schon die erste Memory Map, die es zu zeichnen gilt. Wir sind jetzt eben bis hier an diese Stelle gekommen und dann werden wir uns jetzt mit der zweiten Memory Map beschäftigen, mit der es dann eben weitergeht. Also ich mache hier eine neue Page, nenne das Ganze Memory Map 2. Und was ich jetzt hier machen werde, ist, dass ich mir alles, was hier schon auf diesem, auf der Memory Map 1 existiert, mit hier rüberziehe. Und das einfach nach links verschiebe, damit ich dann eben sozusagen bloß das Delta einzeichne, was zwischen Memory Map 1 und Memory Map 2 unterschiedlich ist. Und dann werde ich nochmal bis zu dieser Stelle hier debuggen, in der Hoffnung, dass ich es nicht vergesse.
falsch eingebe. So, hier versuchen wir jetzt eben diesen Input, diese 5, in einen Integerwert zu konvertieren. Das funktioniert. Deswegen ist jetzt first number 5. Und wenn wir readIntegerNumber das zweite Mal aufrufen, wird das gleiche natürlich nochmal gemacht. Hier gebe ich jetzt einfach die 8 ein. Und hier kann man jetzt eben alle Zahlen zwischen 5 und 8 erstellen und die eben in einer Liste zurückgeben. Das heißt, wir sind jetzt hier mit determineDivisors tatsächlich fertig. Und wir gehen jetzt in calculateSmallestIntegralMultiple und gehen jetzt hier eben los, dass wir den größten Divisor mal hier runtersetzen und wir multiplizieren jetzt eben auf die current number und check if number if is divisible without remainders. So, und hier sollen wir jetzt eben die zweite Memory Map erstellen. Ich habe es natürlich gleich so gemacht, dass es passt. Also wir sollen hier annehmen, dass eben Numbers die Liste enthält aller Zahlen zwischen 5 und 8. Genau das ist jetzt hier eben der Fall. Wir sollen jetzt annehmen, dass der Divisor gleich 6 ist und dass die Nummer, mit der wir das hier aufrufen, eben 24 ist. Und die ist noch 16, deswegen werde ich einmal aus dieser Funktion rausspringen und die current number erhöhen auf 24 und wir gehen wieder in diese Funktion rein. Hier ist jetzt der aktuelle Divisor 5. Das heißt, wenn wir noch einmal... Achso, er hat's. Okay, das war jetzt dann ein Fehler. Wir springen einfach noch mal kurz hier in diese Funktion rein. Ja, man kann ja natürlich... Das habe ich jetzt, also hier hätte ich auch schreiben können, dass der hier 5 ist. Das macht natürlich mehr Sinn, weil 24 ist ja nicht mal durch 5 teilbar. Sofort würde sozusagen hier aus dieser Funktion dann rausgesprungen werden. Also das ist ein Fehler von mir, tut mir leid, selber gerade erst bemerkt. Aber wir möchten jetzt trotzdem diese Memory Map zeichnen, die uns eben hier bis hierhin gebracht hat. Und wir fangen jetzt an mit eben... dem Punkt, dass wir wieder mal gucken müssen, wie sieht denn der Call-Stack eigentlich gerade aus. Wir sind eben von Main hier in diese calculateSmallestIntegralMultiple-Funktion reingekommen und dann check if number is divisible without remainders. Das heißt, wir können hier in unserer Visio-Datei erstmal dafür sorgen, dass sämtliche Informationen, die auf dem Stack sind und zu diesen ganzen Methoden hier gehören, eben erstmal entfernt werden. Die Objekte im Heap bleiben aber weiterhin erhalten. Und wir haben jetzt eben eine Liste, die 5 Einträge enthält. Und das heißt, ich werde mir hier wiederum eben ein Objekt auf den Heap ziehen. Und das ist eben eine List of Int. Und da Integerwerte eben Value Types sind, ist hier an Position 0 der Liste, was ja ein Int ist, natürlich die Zahl 5. Jetzt werde ich wahrscheinlich das Ganze auch ein bisschen nach oben schieben müssen, damit ich hier noch mehr Platz habe. An Stelle 1 ist natürlich die 6, an Stelle 2 ist die 7 im internen Array von dieser Liste und an Stelle 3 ist die Zahl 8 gespeichert. So sieht also unsere Liste aus und diese Divisors-Liste wurde ja erstellt in determineDivisors, diese Methode hier unten, und die wird hier eben über diesen Link-Ausdruck zurückgegeben. Also wir erstellen hier eben diese Liste mit toList eben über diese Enumeration.
Und das heißt natürlich, dass diese Divisors hier unten jetzt natürlich auf dieses Objekt hier oben eine Referenz haben. So in etwa. Und dann müssen wir natürlich noch alle Informationen, die zu Calculate Smallest Integral Multiple gehören, mit auf den Stack pushen. Calculate Smallest Integral Multiple. Und dann schauen wir uns diese Methode mal an. Die hat eben einen Parameter, der Divisors heißt. Vom Typ iListOfInt. Und der erhält natürlich die Referenz. Hier müssen wir jetzt eben mal gucken, wie dieses Ganze aufgerufen wird. Wir haben hier letztendlich Divisors, also diese Variable hier unten, angegeben als Wert für den Parameter, und das heißt eben auch, dass dieser Parameter hier letztendlich auf dieselbe Liste schaut. Das heißt, wir können hier diese Verbindung machen und das auch mit rüberziehen. Und letztendlich schaut dieser Parameter auf dasselbe Objekt wie diese Variable hier unten. Einfach mit der Begründung, dass beim Aufruf hier die Adresse, die hier unten steht, hier oben rein kopiert wird. Gut, dann schauen wir uns nochmal an, was es hier sonst noch so gibt. Wir haben hier einen Largest Divisor. Das heißt, ich muss hier eine Variable auf den Stack pushen, die eben Largest Divisor heißt, vom Typ Long. Und da steht eben die 8 drin. Dann haben wir hier den Multiplicand of Largest Divisor. Das ist eben ein Int, wie wir hier sehen. Und in dem steht natürlich, glaube ich, gerade 3 drin, weil wir ja schon einen Aufruf weiter sind. Und dann haben wir hier natürlich die Current Number. Auch das müssen wir mit auf den Stack pushen. Das ist meines Erachtens ein Long. Ja. Hier steht natürlich die 24 drin. Und das war es auch schon an Variablen in dieser Funktion. Das heißt, wir können jetzt, ich werde bloß hier noch etwas mehr Platz machen in Stack und Heap, dass wir hier noch ein bisschen mehr pushen können auf den Stack. Und ich werde noch die Page Breaks ausschalten. Okay. So, und dann müssen wir jetzt uns eben diese Check if number is divisible without remainders Funktion vornehmen. Check if number is divisible without remainders. Also ich mache einfach einen Punkt, Punkt, Punkt dahinter. Und hier haben wir eben zwei Parameter, einmal number, einmal divisor. Number ist meines Erachtens von Zeit long. Und da steht natürlich aktuell die 24 drin. Warum? Weil wir hier current number übergeben haben. Das ist 24. Das heißt, das, was in current number steht, wird einfach per call by value hier in diese Variable kopiert. Und hier haben wir natürlich noch die Liste von Devices. Also das ist hier wieder ein Parameter, der Divisors heißt.
und vom Typ iList auf int ist. Und der referenziert natürlich dasselbe Objekt wie hier oben, weil die Divisors hier einfach durchgereicht werden von diesem Parameter hier aus. Das heißt, ich kann hier wieder eine Connection machen zu diesem Objekt hin. Gut, dann gucken wir nochmal, ob es hier eine Variable gibt. Und das ist natürlich hier dieser Divisor. Jetzt wird es tatsächlich eng. Ich glaube, ich werde doch nochmal kurz hier etwas mehr Platz auf dem Stack machen. So. Ich wollte auch gar keinen Parameter haben, das ist ja eine Variable. Das heißt, wir platzieren die Variable hier und nennen die Divisor. Weil wir ja, also das ist ja unsere Laufvariable für die For-Each-Schleife und eine Laufvariable ist eine ganz normale Variable. Eben hier vom Type int und diese hält eigentlich die 6, aber ich habe ja gerade gemerkt, dass bei 5 schon abgebrochen wird. Entschuldigung, das war eine falsche Angabe in der Übung. Aber wenn wir jetzt hier einfach annehmen, dass wir hier schon bei 5 sind, dann können wir hier tatsächlich weitermachen. Genau, und so schaut mehr oder weniger eben die zweite Memory Map aus. Wichtig ist eben, dass wir diese List of Int erstellt haben. Und ich habe hier jetzt direkt mal die Stellen im internen Array ausgegeben. Das ist natürlich eigentlich ein Objekt, das hier rechts daneben gehört. Aber ich habe hier einfach diese Kurzschreibweise gewählt, weil das trotzdem mehr oder weniger verdeutlicht, dass es sich hier eben um eine Collection handelt, die aktuell 4 Elemente hält. Und ich weiß ja auch gar nicht, wie groß der initial erstellte Array von List of T ist, der da intern verwendet wird. Also ich glaube, da sind tatsächlich am Anfang 4 Stellen drin, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, wenn man es genau zeichnen wollte, müsste man eben tatsächlich hier ein Feld machen, das Array heißt und dann hier einen echten Int-Array hinmachen mit eben einer bestimmten Anzahl an Stellen und die Stellen 0 bis 3 in diesem Array sind dann halt belegt. Gut, und das wäre dann eben auch schon die Memory Map 2. Und unser Algorithmus wird jetzt eben noch eine ganze Weile hier versuchen, das richtige Ergebnis zu finden, wenn wir hier weitergehen. Mit Shift F11 können wir aber sofort wieder aus dieser Funktion herausspringen. Und das Smallest Integral Multiple von 5 bis 8 ist eben 840. Und wir sollen eben jetzt genau zu dem Zeitpunkt, wenn eben hier dieses Console-WriteLine für das Ergebnis ausgeführt wird, unsere dritte Memory Map machen. Und deswegen werde ich hier auch eben eine neue Page erstellen, die ich dann eben Memory Map 3 nenne. Und ich kopiere mir wieder alles, was ich hier in Memory Map 2 hatte, hier rüber, damit ich bloß die Änderungen eintragen muss. So, wir sind ja jetzt im Prinzip so weit fortgeschritten, dass wir direkt wieder in der Main-Funktion sind und das Smallest Integral Multiple hat unser Algorithmus hier ergeben, ist eben 840 und sämtliche Informationen zu den aufgerufenen Funktionen hier, die werden jetzt eben wieder vom Stack automatisch abgebaut. Und wir haben hier jetzt eben in Smallest Integral Multiple bloß noch diesen Wert 840 stehen, der eben von der Funktion Calculate Smallest Integral Multiple zurückgegeben wurde. Und genau so sieht dann eben unser Memory hier aus. Wir sehen eben alles, was vorher auf dem Stack war, ist tatsächlich jetzt wieder weg. Und damit haben wir auch die dritte Memory Map für dieses Programm ausgegeben und danach folgt ganz einfach nichts mehr. Wir sind hier jetzt am Ende des Programms, wir können bloß noch Enter drücken und dann ist unser Programm vorbei. Und wir haben jetzt einfach mal drei Memory Maps erstellt, die eben jeweils
zu einem anderen Zeitpunkt des Programms den aktuellen Status auf Stack und Heap zeigen. Aber wir sehen hier eben, das ist prozeduraler Code. Wir haben eben es hauptsächlich mit Methodenaufrufen zu tun. Ich habe auch sämtlichen Code in einer Klasse geschrieben und eben ist genau das, was wir aus C kennen. Und wir sehen auch, der Heap ist relativ leer im Vergleich, wenn wir uns hier diese Sachen anschauen. Also hier sind ganz wenige Strings letztendlich auf dem Heap. Und was noch hinzukommt, ist eben diese Liste von Int-Werten. Aber genau das war es dann auch schon. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ich werde das hier vielleicht noch umbenennen in Templates. Und wir werden jetzt eben uns Memory Example 2 anschauen, wie das aussieht. Hier müssen wir bloß zwei Memory Maps erzeugen, wenn ich mich recht entsinne. Und deswegen werde ich mir hier eben das hier alles kopieren und ich mache mir wieder eine neue Seite auf und nenne die eben Memory Map 4. Und kopiere mir das alles wieder hier rein. Okay, dann starten wir mal mit der anderen Variante und gehen hier los. Wir sind jetzt hier eben in einem Programm, das objektorientiert geschrieben ist. Das heißt, wir haben viele kleine Klassen, die jeweils eine Aufgabe übernehmen. Und wir sollen jetzt hier eben mal durchdebuggen und gucken, wo wir die erste Memory Map erstellen müssen. Und ich erstelle hier eben ein User Interface, ein Application Status, Kontakte, ein neues Menü mit verschiedenen Menü-Items, wie man hier sieht. Dann hier eine Application Logic, der ich eben den Application Status, ein Menu und ein User Interface übergebe. Und hier sind wir jetzt eben tatsächlich bei Application.run, wo eben tatsächlich das, was wir hier oben an Objekten gestellt wird, zum ersten Mal richtig zum Einsatz kommt. Also das nennt man eben einen Composition Root, wenn man alle notwendigen Objekte für eine gewisse Funktionalität erstellt und sie richtig miteinander in Referenzierung bringt. Und dann ruft man auf einem der Objekte üblicherweise eben eine Run-Methode auf oder irgendwas, ein Execute oder ähnliches. Und das bringt dann eben sämtliche Funktionalität, die diese Objekte implementieren, ins Rollen. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Wir sind bloß in der Main-Funktion, bis jetzt hat sich noch nichts getan, aber wir haben eben einige Objekte erstellt und deswegen müssen wir jetzt auch hier erstmal einige Variablen auf den Stack pushen. Wir haben keine Parameter in der Main-Funktion, aber wir haben hier jetzt eben eine Variable, die heißt UserInterface. Es ist vom Typ User Interface. Und das Ding referenziert natürlich hier ein valides Objekt auf dem Heap. Das heißt, ich kopiere mir das hier alles hier mal rüber und sage, das ist eben eine Instanz von User Interface. Und dann gucken wir uns mal an, welche Felder diese Klasse hat und wir sehen hier, die hat eine ReadString-Methode, eine ReadDate, ein ReadInt, ein ShowMenuAndAskMenuItem, ein ShowAllContactsWriteIfNotNull, ReadMandatoryString, DetermineContactToBeDeleted und irgendwie ein WriteLine. Okay, also wir sehen hier nur Methoden in dieser Klasse, hier gibt es keine Felder, deswegen muss ich diese UserInterface Klasse auch nicht mit Feldern ausstatten. Also dieses Objekt referenziert kein anderes Objekt und braucht auch sonst keine Felder, in dem irgendwie Status gespeichert wird. Das heißt, ich mache dieses Objekt ganz einfach leer, schiebe es hier ganz unten hin. Ups, das war nicht so gut. Schiebe das hier ganz unten hin und mache eine Referenz hier mit drauf. Gut, dann schauen wir zurück in die
Application, Entschuldigung, in die Main-Funktion. Und hier gibt es eben ein weiteres Objekt, das ApplicationStatus heißt und vom Typ ApplicationStatus ist. Und das Ganze ist natürlich auch eine Referenz, weil es hier direkt mit New instanziert wird. Und dann gucken wir uns mal das ApplicationStatus, diese Klasse, an. Und hier gibt es nur einen Bool als Feld und der heißt ShouldExit. Das heißt, wir machen hier ein neues Objekt, das heißt, ist von einer Instanz von ApplicationStatus. Und diese Klasse, das war nicht klug, diese Klasse hat nur ein Feld, das da eben heißt ShouldExit, ist vom Typ Bool und hat aktuell den Wert False, weil das einfach der Standardwert für Boolean ist. Dann machen wir dieses Objekt noch ein bisschen kleiner. Und schieben das Ganze hier nach unten. Und diese Variable referenziert natürlich dieses Objekt hier. Ich kann das sogar noch ein bisschen weiter runter, dass das ordentlich ausschaut. Okay. Dann schauen wir weiter in unsere Main-Methode. Hier haben wir Kontakte. Und jetzt wird es etwas interessanter. Das heißt, wir machen hier eine neue Variable, die da eben heißt Contacts. Und die ist natürlich vom Typ List of Contact. Und die enthält aktuell zwei Kontakte. Und hier können wir jetzt eben die andere Kurzschreibweise für Listen einführen. Die wir im Unterricht besprochen haben. Das heißt, wir haben hier eine List of Contact. Und ich sage hier einfach, es gibt ein Feld, das Count heißt, vom Typ Int ist und aktuell 2. Da wir mit dieser Liste 2 Elemente referenzieren, schaut auf ihn. So, und diese Kontakte, die müssen wir uns jetzt eben mal anschauen, wie diese ausschauen. Etwas weiter ausgedehnt. Hier gibt es eben mehrere Felder, die wir jetzt in einer Klasse haben. Und ich glaube, ich werde jetzt auch diese Objekte mal hier rechts hinsetzen. Vielleicht in etwa so, bin mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich werde ich hier einfach mehr Platz machen. Also prinzipiell kann man sich den Heap trotzdem wie eine Liste vorstellen. Ich mache das hier jetzt bloß aus. Jetzt habe ich natürlich das Falsche gemacht. Muss ich natürlich hier in Memory Map 4 machen. So, also wir setzen mal den ersten Kontakt hier rein. Das ist eben ein Contact Instanz und der hat jetzt eben mehrere Felder. Das heißt, wir müssen hier noch 2 hinzunehmen. Okay, dann gucken wir mal durch, wie so ein Contact aussieht. Der hat eben einen First Name, Typ String. Dann haben wir einen Last Name. Wir haben ja hier eine automatische Eigenschaft, aber für diese wird eben vom Compiler automatisch ein Feld erstellt. Vom entsprechenden Typ. Das heißt, hier schreibe ich auch einfach mal LastName so hin. Und dann haben wir natürlich FullName. Das hat kein
kein Feld dahinter, weil es bloß einen Getter gibt, der das Ganze ausliest. Wir haben aber Birthdate, das ist wieder eine automatische Eigenschaft, die eben vom Typ Date oder Nullable of Datetime ist. Ich werde es auch mal so schreiben. Jawohl. Ich werde es kurz, also im Prinzip, was sich dahinter verbirgt, ist ein sogenannter Nullable of T. Und dieser Nullable of T ist einfach dazu da, dass man Value Types wie eben Double, Bool, Int, Datetime auch null zuweisen kann. So, dann haben wir hier eben noch Birthdate and Age. Das ist aber auch bloß wieder ein Getter. Das bringt uns nichts. Das heißt, hierzu wird ja kein Feld automatisch erstellt. Bloß eben hier bei Phone und E-Mail noch. Das heißt, wir haben hier wieder einen String und hier auch nochmal einen String, der da eben heißt Phone und E-Mail. Okay, und damit haben wir jetzt eben so ein Kontaktobjekt modelliert. Und diese Liste referenziert ja jetzt letztendlich zwei Kontakte und wir müssen uns dann eben jetzt mal anschauen, wie das Ganze tatsächlich ausschaut. Deswegen versuche ich das nochmal hier einigermaßen gerade hinzubekommen. Und dann kopiere ich mir das Ganze, weil wir ja natürlich zwei dieser Objekte hier im Speicher haben. Und ich kann schon mal hier eben den Connector setzen auf dieses eine Objekt und auch hier auf dieses andere Objekt. Ich werde das noch hier starten lassen. So. Dann können wir noch so ein bisschen ordentlich machen. Okay. Gut, dann schaue ich mir mal an, wie eben hier dieser erste Kontakt erstellt wird. Der hat eben als First Name eine Referenz auf einen String, der Walter heißt. Das heißt, ich mache hier wieder etwas mehr Platz, weil ich jetzt wahrscheinlich hier einige Objekte referenzieren muss. Und ich werde mir, glaube ich, so einen String einfach mal hier rauskopieren aus Memory Map 1. Und hier steht jetzt eben Walter drin. Und effektiv können wir eben sagen, der hier referenziert den hier. So, der Last Name ist eben White. Das heißt, wir haben hier wiederum einen String, da steht eben White drin. Dann haben wir ein Birthdate, das eben auf eine Datetime guckt. Ich glaube, jetzt wird es auch etwas eng. Ich werde das hier noch etwas weiter nach drüben verschieben und die hier auch etwas weiter nach rechts. So, obwohl wir jetzt eben das hier auf Null setzen können, ist ein Nullable of T trotzdem eine Struct. Also wenn wir hier ganz kurz mal diesen Typ anschauen, dazu müsste ich auf Contact gehen und hier mal Nullable Datetime mit F12 aufrufen, was natürlich jetzt gerade nicht geht. Komme ich so hin? Nee, schade. Also man muss sich trotzdem merken, ein Nullable of T, ich zeige es vielleicht im Browser kurz, hier sieht man jetzt, dass ein Nullable of T, was sich einfach hinter dieser Kurzschreibweise mit dem Fragezeichen verbirgt, trotzdem eine Struct ist. Und man muss eben dieses T auflösen zu etwas, was selber eine Struct ist. Und es gibt hier eben ein HasValue und Value, was man rein theoretisch mit reinsetzen möchte. Und damit wir das eben umsetzen können, müssen wir
natürlich auch dieses Feld eventuell etwas größer machen. Und wir schieben die beiden noch etwas nach unten. So. Also, eine Datetime hat eben in diesem Fall ein has value. Das ist ein Boolean. Oder bool, kann ich ja abkürzen. Und der steht natürlich auf true. Und dann haben wir innerhalb dieser Datetime eben auch noch ein den tatsächlichen Value. Das ist natürlich jetzt selbst eine Datetime. Also nochmal frei. Und hier steht dann eben tatsächlich der 1951, der 4.5.1951 drin. Also so würde tatsächlich eben dieses Ganze hier strukturiert sein. Also das hier ist, wenn man es geschickt macht, macht man noch einen Rahmen drumherum, dass man das wirklich als ein Feld identifiziert. Oder was ich auch machen könnte, ist, dass ich hier noch etwas einrücke. Hat einfach damit zu tun, dass das die beiden Felder sind, die eigentlich zur Struct Nullable of T gehören. Und deswegen werden die hier einfach mehr oder weniger für dieses Birthdate gebraucht. Okay, dann können wir uns das hier auch eigentlich wieder entfernen. Und Entschuldigung, diesen Contact hier nochmal duplizieren nach oben, nachdem wir jetzt mehr Platz haben. Und wir schauen jetzt nochmal weiter, ob der eine Telefonnummer hat. Die hat er tatsächlich. Das ist eben dieser Text hier. Den können wir uns ja mal rauskopieren. So. Und das heißt, wir haben hier eben wieder eine Referenz auf diesen String. Und diesem Objekt hier haben wir jetzt keine E-Mail zugewiesen. Das heißt, dieses Feld hier ist tatsächlich null. Und damit haben wir jetzt eben den ersten Kontakt hier abgedeckt. Und der zweite folgt sogleich. Das heißt, wir haben hier eben wiederum einen String im Speicher liegen, in dem eben jetzt Jesse steht. Und der wird referenziert von diesem Feld hier. Und wir haben ebenfalls einen String, der da eben Pinkman enthält. So. Dann haben wir eben wiederum eine Datetime oder ein Nullable of Datetime, in dem jetzt aber hier eben ein anderes Geburtsdatum drin steht. Das war eben der 21.11.1987, vollkommen ausgedachte Geburtsdatum. So, und bei ihm ist es eben so, dass die Phone Number nicht gesetzt ist. Das heißt, hier muss null drin stehen. Und die E-Mail ist tatsächlich aber gesetzt auf eben diesen Wert hier, jesse@yo.com. Also hier haben wir letztendlich eine Referenz. So, dann sind wir bis hierhin vorgedrungen. Und dann schauen wir uns an, was es weiterhin noch gibt. Wir müssen hier ein Menu jetzt auf den Stack pushen. Das ist eben diese Variable hier, die da heißt Menu. Und das ist vom Type Menu. Und enthält eben wieder eine Referenz auf einem Objekt im Heap. Und auch hier werde ich mir jetzt mal ein bisschen mehr Platz machen, weil mir diesmal eben der Bereich für den
Hieb ausgeht. Okay. Also schauen wir uns mal diese Klasse an. Diese Klasse hat letztendlich zwei Felder, und zwar Header und Menu Items. Und genau die müssen wir eben auch modellieren. Das heißt, wir nehmen uns wieder hier diese Vorlage für ein Objekt. Und ich werde das vielleicht mal hier oben hinsetzen. Das ist eben eine Instanz von Menu. Und wir haben hier eben ein Feld, das Header heißt. Das ist vom Typ String und hat natürlich eine Referenz. Und wir haben hier auch ein Feld, das heißt Menu Items, ist vom Typ IReadOnlyListOfMenuItem. Und auch das hat eben eine Referenz. Und wir müssen dieses Objekt etwas breiter machen, damit wir das Ganze hier ordentlich sehen können. So. Wir brauchen noch eine Klammer zu. Okay. Dann schauen wir mal weiter, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier eben zugewiesen, dass der Header ContactList sein soll. Das heißt, wir brauchen wieder einen String. Den setze ich jetzt mal hier unten hin. Und dieses Feld hier referenziert eben diesen String. Und dann haben wir eben noch eine Liste von Menu-Items und die wird eben so referenziert. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich einfach wieder dieses Objekt hier kopieren. Setzen wir mit hier drüben hin. Wir haben jetzt eben hier eine List of Menu-Item und die hat im Count eben 4. Und wir müssen uns jetzt eben anschauen, wie die Sachen hier referenziert sind. Ich kann auf jeden Fall schon mal dieses Feld hier auf dieses List of Menu Item zeigen lassen. Und wir haben im Prinzip hier 4 Menu Items und wir haben diese Felder hier für diese Klasse. Wir haben eben einen Item Text, einen Command, eine Position und eine String Representation. Das heißt, wir erstellen uns hier wieder aus dieser Vorlage ein Objekt. Und zwar so. Ein Menu Item. Und das werden wir etwas größer brauchen, weil wir nämlich 4 Felder haben. So, wir haben einmal den Item Text, das ist ein String. Das heißt, wir werden hier wieder was anderes referenzieren. Dann haben wir ein Menu-Command, das ist eben ein I-Command. Das heißt, auch hier können wir schon wieder etwas mehr Platz allokieren. So. Und dann haben wir hier eine Position. Int und wir haben eine String Representation vom Typ String. Okay. Okay. Dann muss ich mir wieder etwas mehr Platz machen.
Aber im Prinzip habe ich hier 4 Menu-Items von dieser Art. Okay, und dann schauen wir uns mal an, wie diese hier alle initialisiert werden. Das heißt, wir haben hier in der ersten eben den Wert 1, dann haben wir hier den Wert 2, dann haben wir hier den Wert 3 und Wert 4. Das ist einfach, ich habe hier das erste Argument, was in den Konstruktor kommt, hier direkt der Position zugewiesen. Das ist ja die Position, dann kommt der Item-Text, dann kommt das Command. Und beim ersten ist das eben ein String, der da heißt Show All Contacts. Dieser Item-Text hier ist eine Referenz, das habe ich hier schon geschrieben, und wird hier referenziert. Und das Command dazu, was ich hiermit erstelle, ist ein ShowAllContacts-Command. Und auch das ist eben wieder eine Klasse, das heißt, ich muss auch hier eben jetzt ein Objekt erstellen, das eingesetzt wird. So, wenn ich es einigermaßen geschickt mache, werde ich vielleicht dieses Command. Ne, ich setze es trotzdem hier hin, glaube ich. So, das ist eben das Show All Contacts Command. Hat zwei Felder. Einmal eben ein User Interface. Und die Contacts, eine iRead-only List of Contact. Und beides sind natürlich Referenzen, weil dieses Objekt schon erstellt ist. Aber jetzt schließt sich tatsächlich langsam mal der Kreis. Denn dieses Show All Contacts Command, wenn wir uns anschauen, wie das initialisiert wird, hier in der Program-Klasse, der kriegt hier die Contacts rein und das ist ja diese Liste hier oben. Das heißt, effektiv gesehen zeigt dieses Feld hier auf diese Liste hier unten. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich das einigermaßen geschickt hinbekomme, dass wir eben hier mit hinzeigen. Und, Entschuldigung, das ist nicht das User Interface, das ist natürlich die Kontakte. Und das User Interface ist eben, wenn wir uns das hier anschauen, das, was hier in dieser Variable enthalten war. Und das ist dann natürlich letztendlich dieses Objekt hier unten, links. Das heißt, ich mache einen Connector von hier nach hier runter. Genau, und ich werde aber, glaube ich, das hier unten langlaufen lassen, damit man das etwas besser sehen kann. So. Okay, also langsam kommen wir ein bisschen zum Ende. Man glaubt es kaum. Ich werde hier noch das etwas unterschieben. Und dann machen wir Menu Item 2.
Das hat eben wiederum Position 2 haben wir schon angegeben. Dann haben wir einen String, der heißt create new contacts. Das heißt, ich mache hier wieder einen String, in dem steht create new contact. Und der wird eben hier von diesem ersten Feld referenziert. Und oh, einen Fehler habe ich noch gemacht. Das Menü-Command ist natürlich hier eine Referenz, das hier hinzeigt. Und wir haben hier jetzt eben eine andere I-Command-Implementierung, die da eben heißt Create New Contact Command. Und dann schauen wir uns mal an, was diese Klasse wiederum für Felder hat. Die hat eben auch Contacts und User Interface. Das heißt, wenn ich geschickt bin, kopiere ich mir dieses Objekt hier oben. Das kann ich sogar noch etwas zusammenschrumpfen. Und setze es hier hoch. Und das heißt eben create new contact command. Dieses Objekt. Und wir referenzieren hier natürlich diese Instanz. Und das User Interface ist immer noch das gleiche, wenn wir uns hier eben Programm anschauen. Wir referenzieren immer noch Contacts und User Interface, also genau die gleichen oder Referenzen auf die gleichen Objekte, sollte ich vielleicht sagen. Das heißt, wir haben hier das User Interface, das hier runter zeigt. Das kann man wieder hier hinten lang verlaufen lassen, wenn ich das einigermaßen hinbekomme. Hier runter. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich ihn hier mit erwische. Dann kann man ihn auch runterziehen. So. Und natürlich zeigt er auch auf dieselben Contacts, die jetzt hier eben in dieser Liste repräsentiert sind. Das heißt, ich hoffe, dass ich jetzt mal treffe. Hier die Contacts, die hier mit runter zeigen müssen. Genau. Okay. Und dann schauen wir eben in das Delete Existing Contact Command, was er braucht. Er braucht im Prinzip genau das gleiche. Wenn wir nochmal zurückschauen, wir brauchen natürlich auch vorher noch einen neuen String, der da eben heißt delete existing contact, und der wird natürlich hier von diesem dritten Menu Item referenziert. Und auch hier können wir uns einfach diese Sache erleichtern, indem wir hier das mehr oder weniger kopieren und hier sagen, das ist eben das delete existing contact command, das eben von ihm hier referenziert wird. Und auch hier haben wir wieder eben die Situation, dass wir das User Interface referenzieren. So, muss ich wieder schauen, dass ich hier zurechtkomme. Und hier muss ich natürlich noch rechts vorbeigehen. So. Genau, und auch die Contacts werden von diesem Objekt referenziert. Okay. So, und lang brauchen wir nicht mehr. Zumindest für diese eine Memory Map. Das wollte ich nicht.
Ich möchte jetzt einfach hier noch einen String kopieren, der da eben enthält quit. Und ich mache hier einen Connector zu diesem Objekt hin. Und wir haben hier jetzt eben das quit application command und das schaut ein bisschen anders aus. Das hat nämlich nur eine Referenz auf den application status. Das heißt, im Prinzip könnte ich mir jetzt hier zum Beispiel das schnappen und hier hochkopieren. Und dann nennen wir das eben das quit application command. So. Und das hat nur ein Feld, das da eben heißt application status vom Typ application status ist. Und das enthält natürlich eine Referenz auf das application status Objekt, wenn ich das noch im Heap finde. Da unten ist es. So. Also er referenziert hier ihn. So. Und dann ein letzter Blick auf Program. Eins brauchen wir noch, das ist nämlich die Application Logic. Das heißt, eine Variable ist jetzt noch notwendig, dass wir die auf den Stack pushen. Die heißt eben Application Logic. Ist vom Typ Application Logic und enthält eben eine Referenz auf ein besagtes Objekt. Und dann müssen wir uns anschauen, wie die Application Logic ausschaut. Die braucht eben den Application Status, ein Menü und ein User Interface. Das heißt, wir können uns das hier wieder kopieren. Nehmen wir das Ganze Application Logic und werden hier jetzt eben sagen, das ist der Application Status . Das hier ist das Menü und hier haben wir noch ein User Interface. So, und diese Application Logic hat natürlich hier auf diese Objekte jeweils eine Referenz. Das heißt, er schaut auf ihn hier. Er schaut mit auf den Application Status. Und das User Interface ist hier unten zu finden. Also, sehr, sehr viele Objekte auf dem Heap. Idealerweise ordnet man die natürlich übereinander an, also der Heap ist mehr oder weniger tatsächlich als Collection zu sehen, in dem einfach einzelne Elemente hintereinander sozusagen im Speicher liegen. Was ich hier natürlich noch machen muss, das habe ich noch nicht gemacht, ist, dass ich hier die entsprechenden Referenzen noch ziehe. Das Ganze schaut nämlich so aus. Und jetzt sind wir tatsächlich fertig mit dieser Memory Map. Man sieht eben, wir haben eigentlich noch nicht viel gemacht, aber es sind erstaunlich viele Objekte im Heap erstellt worden. Wir haben nur einige Referenzen hier eben auf dem Stack in Form von Variablen
Und wir sehen eben auch, dass nicht nur Variablen auf den Heap zeigen können, sondern dass sich die Objekte im Heap auch untereinander referenzieren können. Und genau dann spricht man eben von einem sogenannten Objektgraph. Das ist eben unsere Memory Map 4. Und wir schauen uns jetzt mal weiter im Programm an, wo wir denn die zweite Memory Map erstellen sollen. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal in die Run-Methode. Wir sind hier in dieser Schleife und wir geben hier eben Show Menu and Ask Menu Item aus. Hier werden jetzt eben sämtliche Sachen erstellt. Dann lesen wir hier jetzt eben etwas ein. Ich muss jetzt eben, müsste mal gucken, welches Command hier ausgeführt werden sollte. Ich glaube, wir mussten das machen, während ein Command ausgeführt wurde. Oder war das die einzige Memory Map? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man hier nicht... Ach ja, hier, wenn wir das löschen. Also ich werde mir jetzt hier eben mal ein Delete Existing Contact auswählen, die Nummer 3. Und gebe jetzt eben das entsprechende Menu-Item zurück und sage Target Menu-Item Menu-Command Execute. Und hier bin ich dann eben dabei, dass ich jetzt einen meiner Kontakte auswählen muss. Das wäre eben, ich nehme hier Walter White beispielsweise und sage Remove Add an genau dieser Position. Und jetzt soll ich die zweite Memory Map erstellen. Und wie davor mache ich es auch so, dass ich hier einfach eine neue Page erstelle, die ich dann eben Memory Map 5 nenne. Und ich nehme alles, was hier ist und kopiere es mir hier rüber. Okay. Und wir haben noch ein ganz schönes Stück Arbeit vor uns. Wir werden uns jetzt eben hier, wir sind hier in der Main-Methode. Die Sachen kann man ja mehr oder weniger aus dem vorherigen Beispiel mit übernehmen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da hingekommen sind. Wir sind hier eben jetzt in dieser Run-Methode. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier eben machen. Wir haben hier ein Target-Menu-Item als so. Wir sind hier eben in der Run-Methode und diese Methode hat eben genau eine Variable. Die da eben heißt Target Menu Item vom Typ Menu Item. Das ist natürlich eine Referenz. Und zwar auf das Menu Item, das ich gerade löschen möchte. Das heißt, das wäre dieses hier oben. Das heißt, ich muss hier einen Connector ziehen von hier nach hier. Und den werde ich, glaube ich, kann ich den hier etwas rausziehen? Genau. Oder ich mach's. Naja, aber nee, das kommt dann ja, steht mehr oder weniger im Weg. Okay, also wir müssen bloß wissen, dass eben diese Variable hier, dieses Menu-Item hier oben referenziert. Und dann bin ich jetzt hier tatsächlich eben in dieser Execute-Methode drin. Das heißt, ich kann auch die auf den Stack pushen. Execute. Und wir haben hier eben eine Methode, Entschuldigung, eine Variable, die da heißt Index of Contact to be removed. Int. Und hier haben wir eben zurückbekommen, dass wir den Walter löschen möchten. Das heißt,
hier steht tatsächlich 0 drin. So. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich hier. Und dann haben wir natürlich gemacht einen Contacts Remove Add. Und das hat natürlich zur Folge, dass dieser Kontakt hier von der Liste nicht mehr referenziert wird. Das heißt, ich kann hier diesen Pfeil wegnehmen und Count wird dann natürlich 1 in der Liste. So, und damit haben wir jetzt eben die Situation geschaffen, die eigentlich für die Aufgabe 2 wichtig ist. Wir haben jetzt hier eben einen Contact removed und damit sind wir hier jetzt mehr oder weniger fertig mit unserem Punkt. Okay, das ist eben die letzte Memory Map, die wir machen müssen. Man sieht, auch im Stack passiert relativ wenig. Was halt wichtig ist, wenn man objektorientiert programmiert, ist, dass man ein Gefühl dafür bekommt, dass sich sehr viele Items hier im Heap befinden, eben sehr viele Objekte, die jeweils eine einzelne Aufgabe übernehmen. Was ich jetzt auch noch nicht gemacht habe, ist, mittlerweile sind eben die String Representations, also wenn ich hier jetzt nochmal Show All Contacts auswähle, und das tatsächlich auch debugge. Wenn wir hier eben bei diesem Execute mal anhalten, dann gehen wir nochmal kurz weiter. Hier haben wir jetzt das Menu-Item und wir sehen jetzt hier, dass eben die String-Representation, wenn wir hier mal reinschauen, nicht mehr null ist, sondern dafür sind jetzt eben auch neue Strings im Heap erstellt worden, die eben dann hier diesen String repräsentieren. Also 1 mit show all contacts und genau so, diese Strings habe ich hier jetzt noch gar nicht eingezeichnet, aber man könnte sich dann eben vorstellen, dass hier noch 4 weitere Strings existieren, wo dann eben dieses Feld hier letztendlich drauf zeigt. Aber das werde ich jetzt nicht machen, A, weil es eh schon ziemlich viele Informationen sind und B, das jetzt gar nicht mehr der Punkt ist für eben Aufgabe 2. So, was wir jetzt eben machen sollen ist, dass wir, nachdem wir das jetzt hier endlich geschafft haben nach einiger Zeit, dass wir jetzt hier die Garbage Collection ausführen. Und zwar habe ich ja gesagt, es soll angeblich 5 Kontakte in dieser Liste geben. Und die ersten beiden sollen eben vom Nutzer gelöscht werden. Und wir sollen dann eben zeigen, wie der Garbage Collector durch seine 3 Phasen läuft. Ich werde das jetzt hier einfach halber mal hier direkt an diesem Beispiel zeigen und das ist aber meines Erachtens auch sehr leicht übertragbar auf das andere Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Okay, das heißt, wir nennen das hier Garbage Collector und nehmen alles, was in Memory Map 5 ist und bringen das mit hier rüber und ich mache jetzt auch mal groß, damit wir etwas mehr Übersicht haben. So. Also prinzipiell hieß es ja, dass eben ein Objekt entfernt wurde. Entschuldigung, dass dieser Kontakt aus der Liste von Kontakten entfernt wurde. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass dieses Objekt tatsächlich gelöscht wird. Wie geht jetzt der Garbage Collector vor? Der, ich werde vielleicht noch ein X mir holen. Ich glaube, das Cancel-Zeichen ist dafür nicht schlecht, wenn man es denn findet. Jetzt Delete heißt es. Okay, dann machen wir
etwas größer. Und wir machen es rot. Und das sind eben eigentlich Markierungen, die der Garbage Collector in seinen Phasen macht. Okay, der Garbage Collector fängt erst eben an mit der sogenannten Mark-Phase. Das heißt, er definiert GC Routes. Und GC Routes sind sozusagen Einstiegspunkte für ihn in den Heap. Also, was würde er jetzt hier markieren? Im Prinzip sämtliche Variablen, die auf ein Objekt im Heap zeigen. Das wäre also dieses hier, dieses hier, dieses hier, dieses hier, dieses hier und der hier oben, weil das eben alles Variablen sind, die vom die Referenztypen enthalten und somit eben eigentlich bloß eine Adresse auf ein Objekt im Heap. Das hier oben, Index of Contact und so weiter, ist ein Value Type und das heißt, diese Variable wird nicht als GC Root ausgeführt, weil sie ja nichts auf ein Objekt im Heap zeigt. So, und dann fangen wir einfach mal an und gehen mit dieser Member-Variable hier los und kommen eben zum User-Interface. Das werden wir jetzt noch ein bisschen kleiner machen. Und das heißt, der Garbage Collector macht einfach bei diesem Objekt hier jetzt eine Markierung hin, dass er es besucht hat und später nicht entfernen muss. Er kommt vom User Interface auch nicht weiter, weil dieses Objekt eben keine anderen Objekte referenziert und deswegen hört er jetzt hier schon auf und geht weiter zum nächsten Garbage, GC Root meine ich. Und das wäre eben diese Variable hier. Hier kommt er eben zum Application Status, markiert auch dieses Objekt im Heap. Allerdings kommt er auch hier nicht weiter, weil das einzige Feld, das Should Exit heißt, eben ein Boolean ist, das ist ein Wertetyp und damit zeigt dieses Feld nicht auf ein anderes Objekt. Also auf zum nächsten GC Root. Das heißt, wir kommen zu dieser List of Contact. Das heißt, die wird markiert und der nächste Punkt ist eben, dass wir hier jetzt tatsächlich weiterkommen, denn diese Liste, habe ich das gerade gelöscht? Mal gucken, anscheinend habe ich das gerade gelöscht. Diese Liste, also hier hat sich ein Fehler eingeschlichen, diese Liste wird auf jeden Fall noch hier dieses Objekt referenzieren. Und da kommen wir eben jetzt auch hin. Ich mache hier nochmal kurz dieses Kreuzchen hin und wir kommen damit eben zu diesem Kontakt hier auch und der Kontakt zeigt weiterhin auf diesen String, auf diesen String und auf diesen String. Das heißt, über diesen GC Root haben wir die Liste erreicht, dieses Kontaktobjekt hier und diese Strings hier. Weiter kommen wir nicht, deswegen machen wir beim nächsten GC Root weiter. Wir haben hier eben das Menü, das heißt, wir kommen hier hoch, machen hier unser Kreuzchen hin. Wir haben hier eben, also hier habe ich das noch gar nicht gemacht, das wäre Contact Manager. So, und zu diesem String kommen wir eben. Genauso wie eben zu dieser Liste hier von Menu-Items. Ich glaube, ich habe hier noch einige Referenzen vergessen vorhin. Das tut mir furchtbar leid. Hier werden natürlich von dieser Liste alle diese Menu-Items noch referenziert intern. Und das habe ich vorhin noch gar nicht gezeichnet. So, auf jeden Fall kommen wir natürlich hier bei jedem dieser Menu-Items vorbei und natürlich auch dann bei allen dieser Objekte, die wir hier mit aufführen. So, und hier, wenn wir jetzt beim Show Contacts, Show All Contacts Command sind, dann wird hier jetzt eben wieder weitergegangen zum User Interface und der Garbage Collector merkt eben jetzt genau hier an dieser Stelle, dass er dieses
Objekt hier schon mal besucht hat und bricht hier eben seinen Suchalgorithmus wieder ab. Genauso ist es, wenn er hier eben Contacts verfolgt. Er war schon mal vorher in der Markphase bei dieser List of Contact und hat sie schon markiert und deswegen bricht er auch hier den Suchlauf wieder ab und macht hier eben oben weiter. Das heißt, er geht zu diesem Menu-Item, markiert das hier und das hier und wir gehen zu diesem Menu-Item und markieren diesen String und diesen String. Und genau das gleiche machen wir eben auch hier. Wir machen das und das und das. So. Die Application Logic, die haben wir natürlich auch noch referenziert. Das passiert hier über diese Variable, die noch auf dem Stack zu finden ist. Und damit haben wir jetzt endlich alle Objekte, die wir über in der Markphase erreichen können, eben referenziert. Das heißt, wir können jetzt bestimmte Objekte rausnehmen in der Sweep-Phase, die eben nicht referenziert wurden bei dieser Mark-Phase. Das heißt, wir können hier sagen, im Prinzip handelt es sich dabei um all diese Objekte. Also erst wird Contact deallokiert, dann werden hier jeweils diese drei Strings deallokiert und rausgenommen. So, und was man jetzt halt schlecht darstellen kann, weil ich es nicht wirklich als Liste gezeichnet habe, ist, dass man jetzt diese Stellen, die sozusagen im Heap frei geworden sind, wieder besetzt mit den nachfolgenden Objekten einfach. Das heißt, die Objekte, die danach gekommen sind, also dieser Contact und so weiter, werden einfach alle um die entsprechenden Anzahl an Bytes nach vorne verschoben, damit der Heap in sich geschlossen ist und die Runtime weiß, wo der nächste freie Speicher ist, wenn das nächste Mal New aufgerufen wird. Aber so sieht das Ganze eben nach einem Garbage Collector Run aus. Und damit sind wir auch am Ende für diese Aufgabe. Ich werde noch hier die Fehler, die ich noch in Memory Map 5 offensichtlich habe, anpassen. Also diese Referenzen, die ich gerade hier gesehen habe, dass die entweder gelöscht wurden oder nicht. Und dann sind wir auch am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.